ja nicht dabei ist. 5 Österreicher am Start. Jetzt kommen mit Hirscher und Reichel noch einmal 2, denen hier auch zuzutrauen ist, da weit vorne hineinzufahren, weil eben auch zwischen Benny Reich auf Position 4 und Bladone gut Luft ist man. Noch. Gut Luft, ganz gut schaut es aus. Könnte man schon ein bisschen was und der Hirscher, schieben. So flink wie der Bursche ist, der enge Torabstand, das müsste was für ihn sein. Mit persönlichen Bestleistungen hier an den ersten beiden Tagen, muss man sagen, Platz 2 in der Superkombination, so gut wie noch nie, und auch im Super-G stand vor Waldisier nur ein 26. Platz vom Finale, letztes Jahr in Aure zu Buche, und da hat er sich mutig auch als Elfter hinuntergeschmissen im Super-G, der Super-Kombi war noch besser, also er ist top in Form und absolut hier fällig für einen Platz ganz, ganz weit vorne. Da ein paar Rufer im Stadion mit dabei, oben im Stadthaus. Die Physios und so, die treiben schon an da oben. Primär immer die Gefahr, dass er nicht zu viel riskiert. Schau, da ist er schon ziemlich am Limit, was die Linie betrifft, aber das passt schon. Ohne Attacke geht da gar nichts darunter. Schau, wie flink der wechselt da. 26-11. So, und jetzt schau, dass du mit dem Schwerpunkt vorn bleibst, mit dem Gesäß nicht zu tief. Das ist oft einmal die Gefahr bei ihm. Gut. So, schneller Wechsel. Oh, das ist extrem eng. Super korrigiert. Jetzt steht er natürlich da am Flachen an, aber das war genial, wie er das gemeistert hat. 200stel nur, hinter Bladone. Der hat was drauf, du. So, letzter Übergang da rein, da sind ein paar Wellen. Der weiß das, weil er genau besichtigt. So, und jetzt lassen gehen da rein. Super. Gegen Massimiliano Bladone. Jawohl. Bestzeit für Marcel Hirscher. Also da spürt man richtig den Impuls, der hier durch das ganze ÖSV-Team sich durch.